So Leute, ich bin's mal wieder, Erflastyl, zurück beim Pokémon Feuer Rot Together. Und ich bin scheinbar der anerkannte Arena-Leiter oder Arena-Clearer. Von daher muss ich gleich in die Gift-Arena mir PK verraten. Ich guck mal kurz, ob unsere Pokémon soweit geheilt sind. Scheinbar. Ich muss immer noch Demon entwickeln, irgendwann mal. Irgendwann mal. Irgendwann mal ist ein dehnbarer Begriff, wann ich es wirklich tue, weiß ich noch nicht. Mal sehen. Finden wir es heraus oder auch nicht. Auf jeden Fall geht's jetzt in die Gift-Arena von Kogga. Und ich guck mal kurz, ob mich PK nicht verarscht hier. Ja, okay, passt so. Wir haben übrigens erst den 6., bevor wir den 5. Orden geholt haben. Diese Arena hat hier das Besondere, dass hier überall unsichtbare Wände sind und man muss quasi an den Trainern vorbei, glaube ich. Und man muss dann halt sich einen Weg dadurch bahnen und ja, ne? Ist nicht so schwer. Der Typ hat ein Hypno. Das kriegen wir relativ leicht down, glaube ich. Von mir aus mach was du willst, du blödes Hypno. Du kleines, ja. Hypno ist für mich immer dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses widerliche, ekelhafte Pokémon. Dieses, was gerne Kinder verschleppt. Ist halt so. Tut mir leid. Sieht für mich so aus. Warum hat der überhaupt ein Hypno? Der müsste eigentlich ein Gift-Pokémon haben, weil dies ist eine Gift-Arena. Aber von mir aus soll es daran nicht scheitern, dann ist es halt... Ist es halt kein Gift-Pokémon. Das ist nämlich ein Psycho-Pokémon, aber scheiß drauf. Und wir haben, glaube ich, so langsam echt ein Problem mit unseren anderen Teammitgliedern. Weil irgendwie, ja, die wachsen nicht so recht mit uns, ne? Also mit Miyamoto zumindest. Und wir haben ein Problem langsam. Ich glaube, irgendwann muss einer mal wirklich eine Trainingssession einlegen, sonst könnten wir Probleme in der Top 4 bekommen, aber ich mach das sicher nicht. Ich bin's nicht. Ich mach das nicht. Ich, genau, knicken. Ich werde hier keine Arena-Session, keine Training-Sessions einlegen. Kann schön der PK machen. Oder hier der Sandro. Der Sandro macht eh nichts, der kann auch trainieren. Ist halt so. Tut mir leid, Sandro. Liebe an dich, Sandro. Liebe an dich. Ganz viel Liebe an dich. Wir können hier immer noch nicht viel mit Fukano anrichten. Mit dem anderen auch nicht, oder mit den anderen Pokémon insgesamt auch nicht. Das heißt, wir müssen auf Miyamoto wechseln. Wow, was ein Wunder. Ich glaube, ein Surfer bringt fast mehr als normaler Biss, auch wenn es nicht so effektiv ist, aber darauf kriegt Hitok einen Step und das ist, glaube ich, insgesamt auch stärker. Von daher. Wenn man jetzt wüsste, was die Pokémon alle auf Deutsch heißen, das müsste nochmal ein Traumato sein, ne? Ja, Drowsy. Der Drowsy, das kleine Tapir. Ja, das soll, ich glaube, Traumato soll ein Tapir darstellen, oder? Wenn nicht, dann berichtigt mich. Kadabra. Das ist klar, was das ist. Abracadabra, Alakazam. Heißt er hier, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, Simsala heißt hier Alakazam. In der englischen Variante. Und falls ich mich etwas krank anhöre, das liegt an meiner Allergie mal wieder. Allergie. Also es ist wieder Heuschnupfenzeit und irgendwie dieses Jahr merke ich es ganz besonders, dass so Heuschnupfen durchkommt. Weiß nicht, ob das Jahr von Jahr zu Jahr, es ist immer Jahr zu Jahr verschieden, wie das ist mit meinem Heuschnupfen. Aber was soll's. I'm done for. Okay. Juckt mich nicht, was du zu sagen hast. Können wir den umgehen? Scheinbar. Weiß nicht, wo die Wände hier sind. Das ist alles Spekulation hier. Von mir aus, dann kämpfen wir gegen dich. Das sieht ein bisschen aus wie die Verkäufer, aber das ist mir vollkommen egal, wenn du ein Verkäufer wärst. Ich besiege dich trotzdem, weil du ein Dompteur bist. Hallo, Tamer Phil. Ist da etwa der Geotamer im Spiel? Liebe Grüße an Geotamer, falls du das siehst. Du schaust ja hin und wieder mal meine Videos, aber ich vermisse dich ein bisschen in den Kommentaren, mein Lieber. Mein lieber Geotamer. Meld dich mal wieder. Ach ja. Ein Sandslash. Sandslash oder Sand. Sandot? Water. Warum setze ich Waterpilze ein? Bin ich blöd? Ja, bist du, Flasti. Bist du. Und warum sind hier komische Pokémon, aber keine Gift-Pokémon? Weil es wahrscheinlich nicht so viele gute gibt. Oh, da haben sie mal auf mich gehört. Jetzt kommt mein Gift-Pokémon. Gucken, ob wir das mit Trinis Pratt kriegen, mit Twingis Pratt kriegen, quasi Chris Pratt. Wer den nicht kennt, der muss sich Jurassic World oder Guardians of the Galaxy angucken.
Schämt euch, wenn ihr diese beiden Filme nicht gesehen habt. Also zumindest Jurassic World. Guardians of the Galaxy kann ich noch verstehen. Ist ein großartiger Film, aber nicht jedermanns Sache, denke ich mal. Ist wirklich ein großartiger Film. Ist auf jeden Fall ein Top-Tipp aus dem Marvel Universe. Marvel Cinematic Universe. Jetzt bin ich verkoppelt. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Nicht schön, nicht schön. Das hast du nicht gut gemacht, du. Mein lieber Arbok. Ach ja, wo ich gerade so komisch rede, mit so einem komischen, weiß ich nicht, was das für ein Akzent war. Letztens hat mich jemand hier bei mir im Ort angesprochen. Der wollte halt zum Bahnhof, der war quasi straight geradeaus, er hätte nur weitergehen müssen. Und der hat dann so genuschelt. Ich habe nicht verstanden, welche Sprache der gesprochen hat, ne? Ich dachte mir so, hä, was will der? Ich habe dann auch so, sorry, what do you want for me? Okay, ich habe dann, glaube ich, auf Englisch gesprochen oder so. Und letzten Endes habe ich dem dann auf Denglisch, also Deutsch und Englisch, so eine Mischung erklärt, wo der Bahnhof ist. Ja, hier, da lang, 5 minutes away or something like that, habe ich dem dann gesagt. Aber er hat mich scheinbar verstanden. Also, ja, fand ich ja gut. Ich wusste auch nicht, welche Sprache der spricht, also der sah auch. Der sah auch nicht voll deutsch aus, also keine Ahnung, ich denke mir, dass der vielleicht Spanier war oder so. Sah zumindest aus so ein bisschen. Kann ich nicht einschätzen. Aber ja, solange er mich verstanden hat und der den Weg hoffentlich gefunden hat, bin ich ja zufrieden. Und solange er mich nicht nochmal Nuschen anspricht, oder weiß ich nicht, ob es Nuschen war oder einfach nur irgendeine andere Sprache, die ich nicht verstanden habe. Er hat halt erst nur, ey, gerufen und dann so, hä, what do you want from me? Also, dann habe ich mich zu ihm gedreht, hat er gesagt, was er will, und dann habe ich dem das gesagt. Oder er hat halt so Bahnhof oder sowas. Also weiß nicht, ob der Deutsch gesprochen hat oder halt, ob das das einzige Wort ist, was er kannte. Wahrscheinlich eher so, dass das halt nur Bahnhof kannte. Aber ja, gut. Ja, schön. Schön verlabert hier den nächsten Kampf. Your Moss gilt, bla bla bla. Schnauze. Schnauze, du komischer Typ. Und jetzt möchte ich zu Kogga und ja. Ich sehe gerade, was mein Problem sein könnte. Ich bräuchte mal. Bin hier, bla bla bla. Wo ist denn hier? Antidot? Nee. Nee. Wo ist denn sowas? Sing, bla bla bla. Rare Candy, HP ab. Full Heal. Von mir aus. Scheiß drauf. Das hat gerade niemand gesehen hier, was ich hier gemacht habe. Übrigens, ich möchte mal etwas, obwohl, nee, mach ich noch nicht. Das lohnt sich noch nicht, was ich gerade vorhatte oder was ich gerade im Kopf hatte. Wo geht's denn lang? Hier scheinbar nicht mehr. Da geht's irgendwo lang. Ja. So, kommen wir zu Kogga. Dann endlich darf ich auch mal wieder einen Arena-Leiter machen. Yay! Bla 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 bla, was auch immer du zu sagen hast. Da ist übrigens im nächsten Teil, also ein Silber, Gold und so, ist der gar nicht mehr Arena-Leiter. Der wurde nämlich degradiert, oder zum Beispiel, also hochdegradiert zum, gibt's das Wort überhaupt, hochdegradiert? Keine Ahnung. Der wurde hochgestuft zum Top 4-Mitglied tatsächlich. Naja, der gute Kogga, der ist nämlich gar nicht mal so dumm, wie er aussieht. Also dumm sieht er auch nicht aus, ist halt so ein Ninja. Das hat er nicht gerade ernsthaft getan, oder? Okay. Ich, von mir aus. Von mir aus, mach doch, was du willst. Mach doch, was du willst, Junge. Water Gun ist Aquakennerin. Nee. Einsetzen wir einen Surfer ein. Hat er noch nicht Hydropumpe? Man lernt einen Tür-Doktors. Wahrscheinlich 50 oder so. Ah, ich überlege gerade, was für ihn. Naja. Ich glaube, Hydropumpe müsste im 50er-Bereich lernen. Ach nö. Wie kann. Mal ganz ehrlich, Surfer. Surfer ist eine flächendeckende Attacke, die trifft sogar die Teammitglieder. Wie kann da ein scheiß Komprimator daran verhindern, dass der Surfer ihn nicht trifft? Die Strömung würde den noch locker mitreißen, wenn er sich komprimiert. Aber okay, ich hinterfrag das nicht. Ich hinterfrag das nicht. Koffing müsste ich wieder selbst in die Luft sprengen. Wäre angenehm. Hätte ich nichts gegen, also mach ruhig. Mach ruhig. Hab ich nichts gegen. Mein lieber Koffing. Aber ich kriege dich auch so down. Ist mir vollkommen egal, ob du jetzt eine Explosion gemacht hättest, was ist Weezing.
Weezing, 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 Weezing. Achso. Das ist der Doppelkopf-Typi. Okay. Smog, Mog. Smog, Mog. Wie der im Anime immer gesprochen hat. Ich fand Smog, Mog immer cool im Anime. Also hat ja James gehört, glaube ich, ne? Weil mal als ein total derpiges Pokémon. Aber ich mag es. Ich mag es irgendwie. Die siebte Arena ist Pyro, ne? Ah, das heißt ja, wir müssen aufs Meer. Das will ich aber nicht. Ich will nicht aufs Meer. Scheiße, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Okay. Okay. Okay, ich komme hier. Komme ich irgendwie wieder raus, bitte? Ich möchte hier raus. Darf ich? Nein? Ja, vielleicht? Okay, okay, okay. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, hier rauszukommen. Naja. So kommen wir auf jeden Fall raus. Wundervoll. Sehr schön. Dann muss jetzt Nadel halt auf die Seeschauminsel. War noch die See, oder die Pyro-Insel oder so. Oder keine Ahnung, wie die hieß. Und darf da dann zu Pyro hin gleiten, segeln, wie auch immer. Reingleiten, hinreiten. Ach, weiß ich doch nicht, was Nadel gerne macht. So, so. Bye, bye. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Dass Nadel irgendwann mal Dingsbums entwickeln will. Fukano. Noch das PC war es, glaube ich. Und da deponieren wir jetzt ein Item. Und zwar. Wo ist er denn? Der Feuerstein, den will ich jetzt hier mal deponieren. Und ich werde auch jetzt mal von mir aus die Sonderbonbons an Dingsbums geben. Ja, das werde ich machen. Das ist dann noch so fieser. Wenn wir jetzt halt Turbo fast so weit haben. Scheiß drauf, ob das jetzt Verschwendung ist oder nicht. Ist mir auch vollkommen egal, was ihr sagt. Hauptsache, ich mache mein Ding. Okay. Und damit ist er auf 29. Wundervoll. Joa, dann begeben wir uns schon mal in Richtung, wo auch immer wir hin müssen. Ich weiß das nicht mal mehr. Gucken wir mal auf die Karte. Vielleicht hilft die uns weiter. Town Map, Usen. Wir müssen hier irgendwo runter, ne? Zinnoberinsel hieß das Ganze, genau. Wie kommen wir denn da hin? Das sind die Seeschauminseln, ne? Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir müssen hier übers Wasser. Dann sollten wir da hinkommen? Warum ist der nicht besiegt? Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann besiegen wir den immer. Den alten Schwimmer. Den alten Schwimmerknaben. Mit einem Gardini, Gardini. Gardini, Gardini. Okay. Ja. Was nehmen wir denn da für ein Pokémon? Wir haben kein effektives dagegen. Kann die junge Mama denn irgendwas, was uns hilft dagegen? Ich glaube fast nicht. Ist halt krass defensives Pokémon, aber Angriff, naja, geht so. Mittelmaß. Brick Break. Ich weiß nicht, ob das so großartig helfen würde, aber ich glaube fast nicht. Wir können es ja trotzdem mal probieren. So natürlich nicht. Aber okay. Ja. Okay. Na, ich glaube, diesen Kampf wird es nahe zu enden. Ich habe nämlich gerade keinen Bock mehr darauf, mich hier mit diesem doofen Goldini rumzuschlagen und dann nichts Effektives dagegen zu haben und... Oh. Viel Spaß, PK und Snadde auf dem Wasserrouten, ne? Ohne etwas Effektives. Oh, wird das göttlich für die beiden. Oh, wird das göttlich. Ich sehe es jetzt schon vor meinen Augen. Wird das göttlich für die beiden. Ach ja. Ja, Mama, bla bla bla. Horsi. Horsi, was war ein Horsi? Horsehofer? Nee. Keine Ahnung, was Horsi war. Seepferdchen. Seepa? Kann das sein? Ist das ein Seepa? Ja, ein Seepa. Ja, können wir nicht viel machen, bis... Ich hoffe mal, ja. Ein kritischer Biss reicht aus. Ein ganz kritischer Biss, so voll das den Kopf mit den Zähnen quasi rausgerissen, so... Voll brutal. Ja, da reicht ein Biss auf alle Fälle, dadurch, dass es
sehr effektiv dagegen ist, das ist doch wundervoll und dann kann ich damit dann auch den Part beenden, würde ich mal sagen. Ich gehe noch schnell aufs Meer, damit Snuddy sieht, was er zu tun hat. Ja. Und dann würde ich mal sagen, ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat und jetzt spricht natürlich direkt ein Trailer mit uns. Ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat und wir uns im nächsten Part wiedersehen. Tschüssikowski, euer Flosstv. Bye bye.